Und ist es nun sinnvoll, bei der Personalabbauplanung zu unterscheiden ohne Reduzierung der Belegschaft und mit Reduzierung der Belegschaft? Warum? Wer schmeißt gerne Leute raus? Ja, oder anders gesagt, es gibt Möglichkeiten, Personalabbauplanung zu betreiben, ohne gleich den Personalbestand zu reduzieren. Denn was ich gerade sagte, Leute rausschmeißen, ist auch nur eine extreme Form der Reduzierung der Belegschaft. Da gibt's auch da gibt es andere Möglichkeiten. Also, was kann man zunächst mal machen, ohne überhaupt die Belegschaft zu reduzieren? Abbau von Überstunden. Abbau von Überstunden ist das erste naheliegende, was man zunächst einmal machen kann. Abbau von Überstunden. Versetzung. Abbau von Arbeitnehmerüberlassung. Das sind die Leiharbeiter. Ne? Abbau von Arbeitnehmerüberlassung. Wir hatten 2009 eine heftige konjunkturelle Krise. Wen hat es sehr heftig getroffen? Die Zeitarbeiter. Da wurde zunächst abgebaut. Die Stammbelegschaft hat man größtenteils gehalten, was eine kluge Maßnahme war, wie es im Nachhinein dann herausgestellt hat. Und wenn wir dieses Abbau von Überstunden ins andere Extrem treiben, dann ist es Einführung von Kurzarbeit. Ja, auch das hat man damals gemacht. Einführung von Kurzarbeit und Abbau von Überstunden bedeutet aber, man arbeitet mit der gleichen Belegschaft. Die gleichen Menschen arbeiten weniger im Sinne von Überstunden, bauen ihre Überstunden ab oder gehen dann in die Kurzarbeit. Aber es bleiben die gleichen Menschen. Deswegen ohne Reduzierung der Stammbelegschaft. Ja, das ist also der erste Ansatz, die ersten Maßnahmen im Sinne der Personalabbauplanung.